Hallo, heute habe ich mal etwas anderes für euch. Heute habe ich ein kleines Do-it-yourself und wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich diese Handyschale gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran und es geht jetzt los. Also was wir für dieses Do-it-yourself brauchen, ist natürlich definitiv eine Handyschale. In der Farbe eurer Wahl. Sie sollte allerdings aus Hartplaste sein. Das macht sich am besten mit dem Silikon zusammen. Dann natürlich ein paar süße Candies. Ich habe jetzt noch ganz viele verschiedene Steinchen und Perlen und Glitzer. Denn wir brauchen natürlich auch Silikon. Und ich habe durchsichtiges diesmal genommen. Und das werde ich mir mit etwas Glitzer einfärben. Dafür brauchen wir eine Schale, die ihr definitiv hinterher wegschmeißt. Also die wollte ich sowieso wegschmeißen. Und dann habe ich hier noch so einen Löffel. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Spritzbeutel. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Thank you.
Also wie ihr gesehen habt, es ist gar nicht schwer. Es geht eigentlich ganz einfach. Das einzige Problem ist wirklich daran, halt diese Candies irgendwo zu besorgen. Das kann ein bisschen dauern, bis man das im Internet findet, aber es ist auf amerikanischen Seiten eigentlich ganz gut zu finden. Und dann kann sich jeder sowas individuell selber gestalten und ich finde es total toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, eure Poppy.